klare Antwort natürlich für alle. Wie das Wort Menschenrecht schon sagt, sind Sie für alle Menschen, also unabhängig von Ihrer Religion, Ihrer politischen Orientierung oder anderen Ausrichten, eben für alle Menschen, egal welche Nationalität? Die Menschenrechte sind eh für alle und sind universell. Da spielt es keine Rolle, für wen sie sind. Und deswegen sollten sie auch universell vertreten werden, in der Öffentlichkeit, auch nach außen vertreten werden, dass sie auch für alle gelten. Für alle Menschen. Ist klar. Sie gelten für alle, aber sie werden nicht für alle durchgesetzt oder sie können nicht alle wahrnehmen oder von ihnen Gebrauch machen. Und ich glaube, das ist das Problem. Gelten tun sie bedingungslos für alle, nach wie vor, auch heute. Aber es sieht leider nicht so aus, weil sie nicht für alle Menschen durchgesetzt werden. Leider nein. Also sie sollten für alle gelten, wie wir wissen, aber im Moment gelten sie nicht in aller Welt für jeden. Und auch in Deutschland leider nicht so für alle, wie es richtig wäre. Schwierig. Ich glaube nicht, wenn ich so die Lebensbedingungen von einigen Flüchtlingen sehe, da muss ich gar nicht weit gucken. Hier in Magdeburg muss ich nur nach Rotensee fahren oder nach Buckau in die Grusonstraße. Das sind teilweise schon lebensunwürdige Verhältnisse. Ich denke, das kann man so nicht sagen. Also speziell, wenn man sich die Situation von einigen Flüchtlingen in Deutschland anguckt, ist es so, dass sie schon sehr an ihren Freiheiten beschnitten sind. Das heißt, dürfen sich nicht frei bewegen, dürfen nicht alle einer Tätigkeit nachgehen. Und es wird ihnen die Integration einfach auch erschwert, dadurch, dass sie nicht wissen, wie lange sie hierbleiben dürfen und ob sie überhaupt hierbleiben dürfen oder ob sie eben wieder abgeschoben werden. Frei und offen, jetzt die Frage, was ist frei und offen? Frei ist im Grunde, wo jeder seine Meinung in einem bestimmten Rahmen sagen darf, eben unabhängig davon, was sie beinhaltet, dabei aber auch persönliche Grenzen toleriert und offen eben für alle Menschen, unabhängig von dem, was sie sind, also welche Religion sie ausüben, wie sie sich politisch orientieren, solche Dinge. Freie Gesellschaft, ja, in dem eben jeder auch mitbestimmen kann, wie es den anderen zu ergehen hat, wo auch eben Entscheidungen, wichtige Entscheidungen im Konsens getroffen werden und nicht einfach über Köpfe hinweg. Eine freie Gesellschaft, das ist jetzt sehr idealistisch, aber in einer freien Gesellschaft sollte jeder Mensch das machen und dürfen, was er möchte. Und sich vor allem auch frei bewegen können. Das finde ich wichtig. Und ja, auch eine Tätigkeit nachgehen, die einen erfüllt. Und auch im Prinzip darin bestärkt werden durch die Gesellschaft und durch verschiedene Institutionen und nicht daran gehindert werden. Finde ich schwierig. Es ist jetzt schon schwierig mit dem Asylrecht und es noch zu verschärfen, ist definitiv der falsche Weg. Nicht umsonst hat der Bischof in Köln gesagt, so viele Waffen, die wir in die Welt liefern, müssen wir uns nicht wundern, dass Menschen zu uns kommen, die unter diesen Waffen leiden. Also haben wir natürlich die Pflicht, sie möglichst umfassend aufzunehmen, ohne ihnen diese bürokratischen Hürden entgegenzuwerfen, wie wir es tun. Eine Verschärfung finde ich ehrlich gesagt Schwachsinn, weil ich schon finde, dass die Asylpolitik zu radikal ist. Das heißt, die Menschen müssen unter unwürdigen Bedingungen leben, müssen unter Umständen jederzeit damit rechnen, wieder abgeschoben zu werden. Und deshalb finde ich eine Verschärfung generell nicht notwendig. Also ich finde eigentlich, dass die Flüchtlingsrechte schon ziemlich eingeschränkt sind. Und wenn jetzt die Abschiebepraxis noch verschärft wird, finde ich schwierig, weil ich glaube, dass die Lage von den Flüchtlingen schon ziemlich prekär ist. Und wenn das dann noch verschärft wird, ja, das nimmt den Verhältnissen an, die irgendwo dem Zeitgeist von dem 21. Jahrhundert für mich also deutlich widersprechen. Ja. Also zunächst einmal finde ich, dass kein Mensch illegal ist, dass hier alle willkommen sind und dass alle ein Recht auch auf Schutz haben, von einer Institution geschützt werden, von einem Staat oder von einer Gesellschaft. Und deshalb finde ich es eigentlich grundsätzlich nicht gut, dass Menschen abgeschoben werden, wobei man vom Einzelfall entscheiden muss.
versuche das mit meiner Arbeit, das in dem Fall auf der Bühne als Kabarettist, möglichst offen so zu machen, dass ich es den Leuten einhämmere, bis sie es glauben, wissen und danach handeln. Ob das immer funktioniert, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, der Weg, mit dem ich die besten Möglichkeiten habe. Über Kultur. Ich engagiere mich momentan bei Amnesty International und dort setzen wir das ein wenig durch, indem wir auf den Einzelfall schauen und dort uns einsetzen für die Menschen. Schwierige Frage. Was man als Einzelner tun kann, ist sich natürlich dafür einsetzen, also auf die Straße gehen, demonstrieren für eine liberalere Flüchtlingspolitik. Und ich denke, da sollte man auch die Politik dann dadurch aufmerksam machen, indem man auf die Straße geht und sich einsetzt für Leute, denen es eben nicht so gut geht. Stopp! 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 Entrechtung stoppen, das neue Asylgesetz kippen. Stopp! 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 In den nächsten Wochen wird im Bundestag der Entwurf für eine neue Asylgesetzgebung diskutiert. Im Juni 2015 soll das neue Gesetz dann in Kraft treten. Damit wird der Weg geebnet für eine massive Gesetzesverschärfung und eine Ausweitung von repressiven Maßnahmen gegen Flüchtlinge und Asylsuchende. Was soll gesetzlich geändert werden? Das neue Gesetz sieht ein paar Zugeständnisse für Menschen mit Duldungsstatus vor. Gleichzeitig aber sollen Abschiebehaft, Einreise- und Aufenthaltsverbot sowie Ausweisungen zur gängigen Praxis werden. Das Grundrecht auf Asyl und das Recht auf einen fairen Zugang zu einem Asylverfahren werden endgültig abgeschafft. Darüber hinaus wird es mit dem neuen Gesetz zu einer verstärkten Kriminalisierung von politisch aktiven Flüchtlingen kommen. Mithilfe des Arguments der angeblichen Terrorgefahr sollen künftig Refugee-Aktivistinnen, die für ihr Bleiberecht kämpfen und Flüchtlingsproteste organisieren, schneller ausgewiesen und abgeschoben werden. So wird mit dem neuen Gesetz das Recht auf Meinungsfreiheit und politische Betätigung als solches in Frage gestellt. Hiermit rufen wir alle Menschen auf, sich diesem Unrechtsgesetz in den Weg zu stellen. Flucht ist und bleibt kein Verbrechen. Es trifft einige, aber gemeint sind wir alle. Informiert euch, achtet auf weitere Ankündigungen, werdet selbst aktiv. Zum Beispiel in der bundesweiten Aktionswoche vom 10. bis 18. April 2015. Stoppen wir das neue Asylunrechtsgesetz. ما این قانون نابحق رو متوقف خواهیم کرد. Arrêtons la nouvelle loi d'injustice. Asseyez de sabon doka. Let's stop the asylum injustice law. Vamos impedir a nova anti-lei de asilo. Mehr Informationen findet ihr unter stopasyllaw.blogspot.eu. Stop! 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 Stop!